Ja, möchtest du auch regelmäßig mehr Lachen in deinem Alltag? Dann schau dir dieses Video an. Anhand von 4 Punkten gebe ich dir einige Inspirationen mit auf den Weg. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Eckbert Kriebling und Lach-Yoga-Master-Trainer. Der erste Punkt ist, du darfst jeden Tag lachen. Das sollte dein Mantra in Zukunft sein. Lass dir nicht das Lachen verbieten, nicht durch deine inneren Zensoren, die dir ganz unbewusst vielleicht sagen, ich darf doch nicht lachen bei all dem Leid auf dieser Welt. Ich darf doch nicht lachen, wenn ich Rückenschmerzen habe. Ich darf doch nicht lachen, wenn ich keinen Job habe. Doch, darfst du, trotz und alledem. Lass dir das auch nicht von anderen Menschen verbieten, ja, die dann vielleicht dir sagen, wieso lachst du jetzt? Ja, du bist doch krank, kannst doch nicht lachen. Doch, darfst du. Du darfst auch mal leiden, ja, du darfst auch wütend sein, du darfst auch traurig sein, du darfst auch mal einen Hänger haben. Gehört alles mit zum Leben. Ja. Lach-Yoga sagt nicht, dass man immer und dauernd lachen muss. Auch diese anderen Gefühle sind wichtig, sie zu spüren, sie einem Ausdruck zu geben. Aber dann darfst du jeden Tag trotzdem lachen. Du musst nicht, aber du kannst dich, wenn du möchtest, bewusst dafür entscheiden, ich lache trotz und alledem. Ja, man sagt ja auch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das sollte dein Mantra sein. Schreib das irgendwo auf. Ich darf jeden Tag lachen. Auch heute. Komme, was wolle. Der zweite Punkt, andere Menschen. Wir lachen 3000%, 30 Mal mehr, wenn wir uns einen lustigen Film mit anderen netten Menschen gemeinsam anschauen. Lachen ist ein soziales Phänomen. Mach dir am besten eine Liste mit den Menschen, die du kennst und mit denen du gut lachen kannst, mit denen du Freude teilen kannst, Spaß haben kannst. Und verbringe am besten mehr Zeit mit diesem Menschen. Dann gibt es auch andere Menschen, ne, die einen eher vom Lachen abhalten, mit denen man es eher schwierig hat, die eher zu Stress führen, zu Adrenalinausschüttung. Und da ist der heiße Tipp, versuche dein Verhältnis zu diesem Menschen zu verändern, also dein Umgang mit diesem Menschen. Versuche trotzdem freundlich, nett diesem Menschen gegenüber zu sein, auch wenn du dich ab und zu mal abgrenzen musst. Und vielleicht ändert sich dann ja dieses zwischenmenschliche Verhältnis und vielleicht hat das dann anschließend halt auch gut. Ja? Ich habe mal eine unglaubliche Wandlung eines zwischenmenschlichen Verhältnisses erfahren im Berufsalltag. Dazu werde ich irgendwann nochmal ein Video machen, das gibt es jetzt allerdings noch nicht. Ja, aber wenn das alles nicht hilft, dann kannst du auch den Kontakt reduzieren, minimieren, bis sogar halt auch ganz sein lassen. Du bist nicht verpflichtet, dein Leben mit Menschen zu verbringen, die dir nicht gut tun. Der dritte Punkt, Lachen mit Grund. Obwohl ich Lach-Yoga-Master-Trainer bin, lache ich gerne auch mit Grund. Ich höre mir zum Beispiel super gerne lustige Hörbücher beim Autofahren an. Und ich fahre relativ viel Auto. Ich gucke mir liebend gerne lustige Videos bzw. Filme an. Ich gehe gerne zu irgendwelchen Komikern, Stand-up-Comedies. Im Moment jetzt nicht möglich, aber bald mit Sicherheit wieder. Und in meinem Newsletter schreibe ich auch meistens ein, zwei Gründe, nicht Gründe, sondern Tipps für das Lachen mit Grund. Ja, wende dich dem zu, schau mal, über was konntest du lachen, vielleicht kannst du ja auch immer noch über dies oder jenes lachen, guck dir vielleicht auch einen Film ein zweites Mal an oder einen Komiker ein zweites Mal, vielleicht hast du mal ein lustiges Buch gelesen von einem Autor, der mittlerweile ein zweites Buch hat. Ja, wende dich dem Lachen mit Grund zu. Dann Lachen ohne Grund. Lach-Yoga. Da brauchen wir keine Witze oder lustigen Filme. Wir können uns einfach entscheiden, jetzt mache ich Lach-Yoga und das Wichtigste beim Lach-Yoga ist das absichtliche Lachen. Am besten macht man Lach-Yoga mit anderen Menschen gemeinsam, in einem Lachclub, Lachtreff, Lachgruppe und im Rahmen einer Präsenzveranstaltung oder halt auch online. Es gibt sehr viele Online-Angebote im Moment. Dann kannst du aber auch das absichtliche Lachen im Alltag integrieren, ganz alleine. Und dazu gibt es ein anderes Video, ich verlinke dazu, nämlich Alia, dem absichtlichen Lachen im Alltag. Und da erkläre ich dieses Konzept und auch mit ganz vielen kleineren, kürzeren Beispielvideos zeige ich dir, wo du absichtliches Lachen integrieren kannst. Ich lache zum Beispiel sehr viel beim Autofahren einfach, ja, auch wenn ich kein lustiges Hörbuch höre. Ja, das war so ein paar Tipps. Das kann man natürlich auch noch ausbauen. Vielleicht mache ich zu den einzelnen Punkten auch nochmal ein separates Video.
Aber das soll hier erstmal reichen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video. Und mich würde es freuen, mich würde es motivieren, weitere Videos zu drehen. Und dann viel Glück beim mehr Lachen im Alltag. Auf ein Wiederlachen. Tschüss.